Für alle Synoptiker und richtige Wetterfans wird das ein Eldorado sein, was uns am kommenden Woche oder rund um das kommende Wochenende erwartet. Grüße Sie und grüße euch nochmal zum 4-Tage-Wettertotal, die letzten Tage des Sommers, des meteorologischen Sommers 2020. Sieht ein bisschen herbstlich aus, ganz nett und warm. Schnee in den Alpen und auch Wind, Regen, Schauer, Gewitter mit Regenbogen, alles wird dabei sein. Welche Wetterlage kommt da auf uns zu? Das ist die Situation am Freitag. Südöstlich von uns liegt noch ein Hoch, westlich von uns ein Tief. Warme Luft kommt noch herangezogen. So ein erster Kaltluftsack mit Polarluft liegt allerdings weiter im Norden. Dieses Tief wandert dann am Wochenende genau über uns hinweg. Auf der Vorderseite wird noch Warmluft herantransportiert, auf der Rückseite Kaltluft. Und das sind Luftmassen, wenn die sich mischen hier, feucht-warme Luft und feucht-kalte Luft, die können sehr viel Regen bringen. Es gibt immer noch große Unsicherheiten, was die Niederschläge angeht. Das schauen wir uns gleich an. Und im weiteren Verlauf zum letzten Tag des meteorologischen Sommers am 31. August, am Montag, kommen wir auf die sogenannte Rückseite. Da kommt Polarluft, die, wie es so schön in der Meteorologie heißt, dann zur Ruhe kommt mit dem Hoch. Und dieses Tief steht dann in den Startlöchern im weiteren Verlauf der nächsten Woche, also Anfang September. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Schauen wir uns die Niederschläge an. Da habe ich mal die Tage jeweils vom 28. bis 31., also die 4 Tage, rausgeklammert. Im Norden sehen wir hier ziemlich viele Niederschlagssignale, in der Mitte West relativ wenig und in der Mitte Ost auch relativ wenig. Alles relativ wohlgemerkt, es wird über alle Tage verteilt eben Regen geben. Und hier gibt es diesen Grünling, der weit nach oben ausreißt. Das ist der Hauptlauf des amerikanischen Modells gewesen von Montag früh. Und der dunkelblaue hier, das ist der sogenannte Kontrolllauf. Und die beiden haben bessere Daten. Und da sieht man, wo die Reise hingehen könnte. Das sind eben die großen Unsicherheiten. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Süden. Der hat eh Regen ohne Ende und in den Hochlagen Schnee. Apropos Schnee. Das ist der Schneeensembles oder sind die Schneeensembles für den Brenner. In rund 1500 Meter Höhe hier am 30. und 31. sehen wir doch einige Schneesignale. Die Schneevergrenze wird am Wochenende weit runterkommen. Es wird den ersten Wintereinbruch im Hochgebirge geben. Und so geht's weiter. Am Freitag breitet sich im Laufe des Tages erst auf die Schweiz, dann Baden-Württemberg, Bayern und den Westen Österreichs Regen aus mit Gewittern. Regen gibt es auch im Nordwesten, der sich immer weiter Richtung Ostsee ausbreitet. Davor noch Sonnenschein und Temperaturen von um und über 30 Grad. Im Regen ist es schon deutlich kühler und der Wind, der zieht hier eben in dieses Tief rein, das auf dem Ärmelkanal liegt. Am Samstag haben wir im Nordwesten einen Mix aus Wolken, Sonne, Schauern, vereinzelt auch Gewittern und im Südwesten ziemlich kräftigen Dauerregen, der sich über Böhmen bis nach Nordosten erstreckt. Im äußersten Südosten sind noch ein paar Wolkenlücken dabei. Am Gardasee gibt es Gewitter mit Sonne zwischendurch. Und diese Zone hier, das ist die Unsicherheitszone, die wir eben gesehen haben, auch bei den Niederschlagssignalen, wie weit kommt der Regen nach Nordwesten voran. Die Temperaturen gehen weiter zurück, liegen im Regen bei 12, sonst bei bis zu 24, 25 Grad. Vor der Front nochmal bei um und über 30 Grad. Am Sonntag wird es dann ungemütlich. Die Kaltluft kommt von Nordwesten rein, presst die feucht-warme Luft zusammen und es entsteht ein großes Regengebiet, das sich weit ausbreitet. Das eine Regengebiet liegt eben in Alpennähe, zieht sich bis nach Böhmen, vielleicht sogar bis Berlin, Brandenburg und Sachsen. Und ein weiteres liegt dann rund um die Benelux-Länder, das Richtung Elsass, Lothringen und Baden-Württemberg zieht. Drumherum gibt es Schauer. An den Küsten und an der See setzt sich mehr und mehr die Sonne durch. Die Temperaturen liegen im Dauerregen bei 10 Grad, vor der Front nochmal bei 29 Grad, sonst sind es so 14 bis 21 Grad. Und Freunde, die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages, vor allen Dingen in den Westalpen und Nordalpen auf 2000 Meter Höhe mit entsprechender Glättegefahr auf höher gelegenen Alpenpässen. Am Montag, dem letzten Tag des August, des meteorologischen Sommers, zieht sich der Regen nach Südosten zurück. Es regnet hier noch längere Zeit. Von der Schweiz her lockert es langsam auf. Ein paar Schauer sind noch in Küstennähe unterwegs. Sonst haben wir einen Mix aus mal mehr, mal weniger Wolken und Sonnenschein. Wir haben kalten Wind und Temperaturen von 12 bis 18 Grad. Im Regen sind es um die 10 Grad, mit längerem Sonnenschein um die 20 Grad. Im äußersten Südosten vielleicht noch mal 21 Grad. Und die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 2200 Meter Höhe. Das heißt, wenn ihr über die Alpen fahren müsst, am Sonntag und oder Montag nehmt niedriger gelegene Pässe, die hohen Pässe, ja, die haben dann Schnee mit entsprechender Kettenpflicht und auch Winterausrüstung ist hier dann dringend erforderlich.